Die Unlimited Users. Ja, guten Morgen. Es ist Viertel vor 10, also 8.45 Uhr. Viertel vor 10, es ist Viertel vor 9. 8.45 Uhr auf jeden Fall. Und ich bin halt aufgewacht, weil ich meinen Wecker noch gestellt hatte. Ist halt 1. Mai, alle haben frei. Gestern waren wahrscheinlich viele lange wach, weil, wie gesagt, alle haben frei. Wie auch immer. Und ich muss ja noch dieses Video machen und ich dachte, ich rufe einfach mal ein paar Leute an und frag mal, ob Anna wieder Videos machen sollte. Und lass mir da einfach ein bisschen helfen. Mal gucken, wer rangeht, mal gucken, wer nicht rangeht. Mal gucken, was es so für Gründe gibt. Jetzt ruf mal Robin an, der geht bestimmt ran. Er ist doch immer früh wach. Hallo. Guten Morgen, Mäuschen. Na, ich wollte nur mal hören, wie es dir so geht. Mir geht's ganz toll. Super. Du sag mal, ich muss halt ein Video machen, warum Anna wieder bei den UUs Video machen sollte. Und ich dachte, du hast bestimmt einen guten Grund, warum sie wieder Videos machen sollte. Warum Anna wieder bei den UUs? Was? Ach so, die Unlimited User. Genau. Ich verstehe. Warum? Ja. Ja. Nimmst du das? Frauenquote. Ganz gut. Okay. Super. Dankeschön, Robin. Mhm. Guten Morgen. Na, wie geht's dir so? Los? Genau was? Nee, ich bin in Berlin. Aber ich muss halt ein Video machen, warum Anna wieder Videos machen sollte. Bei den UUs. Okay. Und ich bin jetzt live zugeschaltet, oder was? Nee, nicht so richtig. Aber mir fällen halt nicht so viele Gründe ein. Aber ich dachte, ich rufe einfach mal ein paar Leute an und frag die, ob die auch einen Grund wissen. Also ich würde... Warum machen alle wieder Videos? Sie ist jung und braucht das Geld. Sie ist jung und braucht das Geld. Das ist ein guter Grund. Dankeschön. Jetzt rufen wir mal Martin an. Mal gucken, ob er geht. Die schläft bestimmt noch. Ihr Gespräch. Jetzt rufen wir den Paul an. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist leider nicht vergeben. Wir rufen jetzt nochmal den Justin an von den UUs. Der geht bestimmt ran, weil der hat bestimmt bis tief in die Nacht Minecraft gezockt. Ist jetzt wieder fit und munter. Hi, it's Justin, ich kann gerade nicht. Oh, schade. Oh Mann, Justin, ey, da ruft man dich einmal an, wichtiges Meeting, und dann gehst du einfach nicht ran. Das ist doch schade. Jetzt haben wir ihm auf dem AB gesprochen. Mal gucken, ob er es abhört. Tschüss. Wir können ja auch mal die Anna anrufen. Vielleicht hat die auch einen guten Grund. Hallo. Hallo. Sag mal, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich angerufen habe, oder? Ja, das frage ich mich. Ich muss ja so ein Video machen, warum Anna wieder Videos machen sollte. Bei den UUs. Ja. Und ich dachte, ich rufe dich mal an und frag mal, ob du mir irgendeinen Grund sagen kannst, warum sie wieder Videos machen sollte. Ich dachte, ich rufe einfach. Das musst du ja sagen. Ja, aber ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Also mir fällt halt echt viel ein, aber nicht so viel. Und ich dachte, ich rufe dich einfach mal an und frag einfach mal, ob du was weißt. Ich hab halt keinen Grund so. Kein Grund. Also deswegen sollst du mich ja überzeugen. Warum rufst du mich dafür irgendwie 9 Uhr morgens an oder so? Naja, keine Ahnung. Ich hätte gar nicht wach sein können. Ich hätte jetzt noch schlafen können. Aber du bist ja wach. Ja, ich bin. Weil heute Flohmarkt ist. Ja, genau. Na, siehst du? Boah, was du wie informiert du bist, meine Güte, ich bin erstaunt.
Na, wer weiß, was wer dir da einen Teppich verkauft. Könnte ja sein, dass da ein Dion irgendwie steht. Wer weiß das schon so genau? Ich muss mich jetzt weiter darauf konzentrieren und du konzentrierst dich auf deine Aufgaben. Du hast ja noch kurz Zeit und dann... Ja, liebe Anna, du siehst hier, ich schneide gerade noch das Video. Und jetzt kann ich nochmal abschließend sagen, warum du nochmal Videos machen solltest. Ich bin auch Kopfhörerin. Also, ohne dich wäre dieses Video zum Beispiel nicht entstanden. Überleg dir das mal. Also, es gibt so viele tolle Gründe, warum du Videos machen solltest. Die Sonne scheint, es ist gutes Wetter, alle Leute haben frei. Ob du das mit der Technik nicht hinbekommst oder so, ist doch vollkommen egal. Ey, meine Technik ist auch scheiße. Ist doch vollkommen Wurst. Hauptsache, es kommt irgendwie was Witziges oder was nicht Witziges, was Ernstes. Du bringst einfach frischen Wind in die UUs. Im Moment haben wir einen guten Lauf. Es läuft ein bisschen mit diesen Challenges. Das war eine super Idee. Und das bringt uns alle nach vorne. Und da können wir uns mal alle mal wieder ein bisschen... Ich meine, wie geil wäre das denn? Anoshi kommt wieder zu den UUs und Pevika ist wieder gegründet. Das wäre doch was, oder? Beides an einem Tag. 1. Mai, alle haben frei. Anoshi ist wieder am Stissel und Pevika ist wieder gegründet. Und alle haben sich lieb und können mal alle ein bisschen einen Schritt zurückgehen mit ihren Gefühlen und einfach mal power to the people, ne? Für ein bisschen Hochkant-Action noch eingefallen, dass ich ja noch jemanden nominieren darf, jetzt wo ich das hier geschafft habe mit dem Video. Und ich habe mir überlegt, ich mache ein bisschen Team-Action und dachte mir, ich fordere mal Martin und Peter Reven heraus, dass sie mal ihren Western nochmal nachstellen oder einen neuen drehen. Können sich überlegen, aber sie sollen zusammen ein Video machen und zusammen einen Western machen. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn sie das Video von früher, ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung, einfach nachdrehen. Wenn sie gar keine Ideen haben, also wenn sie keine Lust haben, weil ihnen es unangenehm ist oder sonst irgendwas, dann sollen sie mal den Stock aus dem Arsch nehmen und das einfach trotzdem machen. Viel Spaß!